Boah, schussfest, ne? Hallo und herzlich willkommen zum Biervergleich mit David und Frank. so, Hä? ich bringe jetzt alles durcheinander. Ja, In heute. der dieswöchigen Folge geht es um Gambrinus Premium 12. Jawohl. Genau. Ja, da habe ich ja was gefunden, GmbH Weiden in der Oberpfalz. Ah ja, Oberpfalz. War das jetzt nicht richtig? Nee, Okay, ich. dann das nächste. Moment. Cambrios, Bierbichler Cambrios. Das ist auch was anderes. Auch was anderes. Mein Gott, da bereitet man sich vor und dann findet man Cambrios und Cambrios und noch mehr Cambrios. Gambrinus, Gambrinus, Sag ich doch, Gambrinus, ja. Cambrios. Ja, der Kölsch sagt doch Cambrios. Das sagt er doch nicht. Ja, kann Also. sein. Cambrios gesehen. Ja, echt hässlich Ja, der ja. Hesel. Also, mein Gott, ich sage ja auch nicht Chemie, sondern ich sage Chemie. Genau, richtig, sage ich aber auch. Ja, Chemie. dann Oder siehst du. China und nicht China. Ja. Ja, weißt du, warum das so ist? Was? Weil der gute Gambrinus, Ja. man geht davon im Übrigen aus, dass es ein Druckfehler war, der über die Jahrhunderte passiert ist und dass das ursprünglich Gambrivius war. Der wiederum soll der Sohn eines Germanenkönigs gewesen sein. Achtung. Und jetzt kommt das, was dann so ein bisschen, wie nennt man Kurios. das? Ja, nicht Fantasie, wie nennt man das so, wenn über die Geschichtsüberlieferung irgendwie entstanden ist? Er soll angeblich der Mann von der altägyptischen Göttin Isis gewesen sein. Ta-ta-ta-ta. Und die wiederum soll ihm das Bierbrauen gezeigt haben, was allerdings gar nicht so abwegig ist, weil vor tausenden von Jahren der Vorläufer vom Bier wohl aus Ägypten kam. Das war Brot, was in Wasser irgendwie liegen geblieben ist und sich dadurch verändert hat. Geboren. Ja, genau, was dadurch gegoren ist. Richtig, korrekt. Eben. Und er ist damit quasi das Gegenstück zu Bacchus, das ist ja so der Gott des Weines. Allerdings ist er nicht der Schutzheilige der Bierbrauer, sondern das wiederum ist Arnold von Metz, genannt Sankt Arnold. Und Ja. weil er das ist, gibt es tatsächlich, ich glaube, sieben Biere, die Gambrinus heißen. Okay. Ja. Und jetzt habe ich etwas gefunden, was auch nicht schlecht ist, auch zu der Geschichte von Gambrinus. Ach cool. Und zwar die sagenumwobene Symbolfigur des Brauwesens, manchmal sogar fälschlicherweise der Schutzheilige genannt, ist vermutlich ein Name, der durch sprachliche Glättung aus dem Namen des König Jan Primus installiert wurde. Ach krass, okay. Und der war von Flandern und Brabant. Ob diese, naja, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber letztendlich sagt man, okay, das war der Namenspate eben halt von Gambrius in Johann Pfaff. Also hier steht dann drin, dass eben dieser Gambrius Namenspate der 1927 von Johann Pfaff in Weiden gegründete Brauerei mit Metzgerei Gambrius war. Das ist wiederum eine andere, das Ding der Oberpfalz. Ne? Ja, Wir haben aber heute das Gambrius, Gambrinus aus Tschechien aber hier. faszinierend, der Name ist ja trotzdem, dass es angeblich dieser Gambrinus, Gambrinus, ich bin immer noch erkältet, dass der angeblich hier aber aus der Glättung des Namens vom König Jan Primus von Das Flandern ist und Brabant. interessant, krass, ja, Das wusste finde ich ich nicht. interessant, Ja, ne? auf jeden Dass man Fall. dahin geht und sagt, okay, wer heißt Jan Primus? Was? Jan Primus? Der Ah, Jan Brinus. Ja. Und dann Gambrinus? sind wir wieder beim Kölschen. Richtig, der Jan Genau. Primus. Ja. Also von daher, es gibt wahrscheinlich ganz, ganz viele so Geschichten drumherum, wo man sagt, wahnsinnig, so entsteht aus einem Namen eine Legende. Genau, ist so. Ne? Absolut. Und Vielleicht sind wir auch deswegen, irgendwann mal Legenden. Oder ihr. Wer weiß es? boah, ich habe ja schon einen tollen Namen. Frank? Frank kommt aus dem Fränkischen und heißt Frank und Frei. Ah, okay. Und dein Name? Der König. Warum fühle ich mich gerade so klein? Aber ich Weiß bin frei. ich nicht. Ja, schön. Ja, und? Ja, auf jeden Fall das hier heutige Gambrinus Premium 12 Gabrius?
wurde 1869 als erste Pilsener Aktienbrauerei in Pilsen im heutigen Tschechien gegründet. Gambrinus. Gambrinus. Ist nicht so deins. erst Bier, erst war es ein Bier und dann nachher war es auch der Name der Brauerei. Und zwar war es dann das Pilsner Gambrinus. Daher kommt das Nüsse drin? Nüsse? Mhm. Warum? Gambrinus? Oh. Okay. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es dann mit der tatsächlich schon älteren bürgerlichen Brauhaus zusammengelegt worden. Man deren Zweiten, nicht Zweiten. Zweiten, ja, ich war bei der Bundeswehr. deren Marke ist auch sehr bekannt, und zwar ist das das Pilsner Urquell. Kennen die meisten. Mhm, AG. Erstmal war es nur die Marke, dann, das ist nämlich zusammengelegt worden und verstaatlicht worden als Pilsener Brauereien. Man hat das unter einen Hut quasi die zwei Brauereien zusammengefasst. Das passt ja darunter. Dann in den Jahren 2, ja, das passt schon, das war ein großer Hut. Ja. Wer die Simpsons geguckt hat, diesen Film, da weiß, da gibt es auch so Glasglocken, da passt schon ziemlich viel drunter, eine ganze Kleinstadt. in den Zeiten 92 bis 94 ist es dann privatisiert worden, und 18? Zwar als Pilsener Urquell AG. Genau, okay. Da sind wir dann. 1892? 1992. Ja, genau. Gut aufgepasst. Guter Punkt. Dann in den Jahren 99 bis 2016 gehörte es zu den South African Breweries, die dann nachher SAB Miller geworden sind, die wiederum 2016 von AB InBev aufgekauft wurden. Damit die aber nicht so viel Marktmacht haben, jedes dritte Bier kommt ja heutzutage von denen, mussten die ein paar Marken verkaufen und da hat dann wiederum Asahi zugeschlagen aus Japan. Hatten wir auch schon mal eine Folge zu. Unter dem Namen Asahi Europe. Da gehört unter anderem Kreuz dazu und halt eben Pilsner Urquell, so als bekannte Marken. Ja, haben wir das schon mal. Ja. So viel zur Geschichte. Das Bier hat im Übrigen auch eine Besonderheit. Und zwar ist es prinzipiell erstmal ein Lager mit 5,2% Alkohol. Die Hopfensorte ist die Sorte Sladek. Scheint wohl so ein bisschen eher aus der tschechischen, slowakischen Richtung zu kommen. Und man hat drei Malzsorten drin. Und zwar hat man Pilsener Malz, das ja bekanntlich eher so ein helles ist. Dann das ein Karamellmalz, was eher so ein bisschen ja süßer ist. Ne? Und auch schon so ein klein bisschen dunkler. Und man hat Röstmalz mit drin. Also so, wie man es eher in einem Schwarzbier eigentlich hat. Man sieht das in der Farbe tatsächlich auch. Ne? Hast du schon gesagt, dass die Brauerei in der Saison 97-98 bis 2013-14 Namensgeber und Sponsor der höchsten tschechischen Fußballliga war? Nein. Waren die das? Waren die das. Ach krass. Okay. Also hier sieht man mal die Farbe so ein bisschen. Herrlich. Das ist wirklich ein sehr, das ist ein schöner Farbton. Ne? Das ist weder Rotbier, noch irgendwie Bernstein, noch Pilz, das hängt irgendwo tatsächlich dazwischen. Ne? Also so wie die Malzsorten, die da drei, die da drin sind, geben schon eine coole Farbe ab. Muss man sagen. Kohlensäure ist auch wie ja. Bei einem Pilz. Ja. Ne? Perlt so vor sich hin. Ja. Ja, dann trinken wir uns mal warm. Jawohl. Cheerio. WhatsApp. Jo. Feierabendbier. Wie immer eher Hopfen betont, leicht malzig. Und dann haben wir da mal so einen Schluck Wasser dazwischen. Also, die Krone ist ja schon dunkler, ne? Mhm. Ist nicht so weiß wie. Ja, stimmt. Also, wir haben hier schon echt viel Licht. Auch sehr weißes Licht tatsächlich. Und trotzdem ist sie etwas gräulich. Klar, ja. Kein Wunder bei der Farbe des Biers. Es riecht auch schön malzig schon, ne? Ja. Riechst du das mit deiner Erkältung da? Also den Schokogeruch geht da total durch. So. Ja, nun aufgrund technischer Schwierigkeiten werden wir jetzt anders weitermachen. Genau, schneller Kamerawechsel. Zum Glück haben wir zwei. Kann sein, dass mein Kopf jetzt oben fehlt, ich weiß es nicht. Ja, ist ja nicht. Wir sehen uns jetzt nicht wirklich.
Aber so manche Köpfe braucht man ja nicht. Naja. Genau, wir waren bei der Fellfarbe, Schaumfarbe. Schaumfarbe, dass sie so dunkel war und ist. Und richtig, genau. Tatsächlich, ja, klar, obwohl kommt wir durch die so Bierfarbung, helles Licht haben, ne? Ja, richtig. Ja, und dann das bringt mal einen schon aus dem Takt, wenn irgendwas nicht so klappt, wie man sich das vorstellt und gewohnt ist. Ja, ist so. Aber zum Glück haben wir immer noch ein Backup. Und ich habe, vielleicht kann es mal einer drunter schreiben, das ist eine ganz normale Sony Handycam Camcorder, einfaches Modell tatsächlich. Und der sagt immer Puffer voll, obwohl auf der Speicherkarte noch jede Menge Platz ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist die Speicherkarte zu langsam für das Ding. Ich weiß es nicht. Puff ist voll. Der Puffer. Ach so. Der Kartoffelpuffer ist voll. Okay. Hm? Ja, dann wollen wir doch mal probieren. Mhm, ganz überrascht. Wir haben das tatsächlich schon gemacht. Das hat man, sieht man jetzt nur nicht, weil das Ding das nicht mehr aufgezeichnet hat. Aber es riecht sehr malzig. Mhm. Ne? Und wenn man dann mal ganz unverfroren probiert. Kann man das Urteil von gerade eben nochmal wiederholen und sagen, sehr herb. Oh. Sehr herb. Genau, es ist sehr herb, es ist aber auch sehr malzig. Aber nicht süß, aber das Malz ist schon sehr im Vordergrund. Ja, das Malz ist sehr dominierend, mhm. aber auch die Herbe. Ja. Oder das Herbe? Die Herbe, das Herbe, der herbe Geschmack. Und jetzt haben wir der, die, das. Um noch einen Artikel dazu zu bekommen. ja, also wenn ich ja jetzt zum Beispiel im Vergleich an so ein Amstel denke, zum Beispiel, das auch sehr, sehr malzig ist, das schmeckt aber auch wirklich so nach reinem Malz. Und hier drinne schmeckt man das Karamellmalz so ein bisschen mit drin. Ja. Ne? Also das ist das, was das so ein bisschen... Also das ist wirklich, ich sag mal, so eine herbe Note, was wir kennen so aus diesen nordischen Bieren. Jupp. Also da würde ich sagen, also Richtung Norden auf jeden Fall. Mhm. Das ist so, wie das, ohne natürlich Namen zu sagen, ne, das friesisch herbe. Jever? Ach, das soll es doch keiner. Ich will lösen. Leber. Jever. Leber. Also da würde ich schon sagen, in eine Richtung reingehen, weil das ist auch recht herb. Und ich bin noch erkältet und ich meine... Geschmacksknospen? Wenn er das so sagt. Nein, aber die Geschmacksknospen sind dann schon etwas empfindlicher. Ja. Wieso grinst der so dabei? Wenn ich erkältet bin, schmecke ich original nichts. Ja, diesmal. Ja. Trotz des Alters, ne, der Geschmacksknospen, mhm. halbwegs funktionieren sie noch. Aber ich muss echt sagen, also es wäre kein Bier für mich. Ich mag nicht so dieses ganz herbe, aber schmackhaft ist es trotzdem. Also wer herbes Bier mag, es ist auf jeden Fall herber. Wie das Heineken mhm. und stimmt, ja. malziger, auf jeden Fall, ist ja auch klar. Mhm. Aber es ist eben halt ein ja, für mich gesehen, nordisches Bier. So, ja. Also ich finde immer, bei diesen Bieren, wo so ein Karamellmalz oder ein Röstmalz mit drin ist, das trinkt man eine Flasche und dann ist aber auch gut. Ne, das ist jetzt nicht so ein Begleiter für einen kompletten Abend. Das glaube ich, das glaube ich. Also für mich wäre es nicht so. Ja. Ja. Also ich denke mal, wer das mag, der hat einen Kasten zu Hause und trinkt das so wie, sag ich mal, du Heineken, ich vielleicht Kölsch oder also so ganz normal. Also von daher, es gibt auch andere, die eben ganzen Jeverkasten weghauen können und so. Mhm. Aber das ist ja das, was ich mag und das, was ich liebe, dass die Geschmäcker so unterschiedlich sind und dadurch die Bierwelt so reichhaltig ist. Ja. Und mit diesen Worten würde ich sagen, auf unser Bier. Genau. Auf das Bier, auf die Braukunst. Auf Gambrinus. Und auf euch. Bis nächste Woche. Tschüss.